Ja, weiter geht's mit den Hängeschenken. Das hier ist das zweite Video. Im ersten Video habe ich gezeigt, wie wir den Korpus schon mal ohne große Werkzeuge, also nur mit einem Akkuschrauber eigentlich, zusammenbauen könnten. Und jetzt im zweiten Teil werde ich die fehlenden Beschläge, die Rückwand und die Tür anmontieren. Falls du das erste Video nicht gesehen hast, ich verlinke es in der Videobeschreibung und blende jetzt hier auch noch ein. Also schau dir lieber zuerst den ersten Teil an. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Simple Muri, dem simpelsten Heimwerker-Kanal hier auf YouTube. Ja, wie man sieht, habe ich den zweiten Korpus auch schon mit den Dübeln verbunden. Ist noch nicht verleimt, dazu komme ich später noch. Nur wollte ich es ja mit dem Meisterdübler machen, um das auch mal zu zeigen. Aber ich habe angefangen, es war nicht gut, mir hat es nicht gefallen, es hat keinen Spaß gemacht, ich habe es gelassen. Also ich mache das lieber mit den Dübelspitzen. Vielleicht kann es auch sein, dass es nur bei Spanplatten mich so nervt. Schon allein das Bohren ist nicht, es wackelt, es hält nicht. Der Tiefenstopp hier, der ist schräg, der bleibt nicht gerade, es nervt einfach das Ganze. Arbeite ich lieber mit den Dübelspitzen, die kosten noch 1 Euro, glaube ich, das Paar. Tipptopp, reicht völlig aus. Bei den Tischlerplatten war es aber sogar, da ging's. Da, vielleicht ist es wirklich nur bei Spanplatten, da nervt es mich vielleicht. Wie dem auch sei, ich habe es jetzt eben zweimal mit den Dübelspitzen gemacht. Bin noch nicht verleimt, ich kann sie auseinandernehmen. Aber ich habe sie zusammengesteckt, weil ich das noch brauche. Denn ich werde jetzt hier in dem zusammengesteckten Zustand, werde ich auf der Rückseite mit so einem Scheibennutfräser, heißt es, glaube ich, werde ich eben hier auf der Rückseite einen Schlitz reinfräsen. Und da kommt dann die Rückwand, wie ich es schon zusammengeleimt habe. Dann die Rückwand nicht mehr rein. Deshalb werde ich es eben zusammengesteckt, einfach rundherum fräsen und dann habe ich eben überall einen Schlitz. Denn ich habe weder einen Nutfräser, der so dünn ist, der dünnste Fräser, den ich habe, sind 6 mm, das ist zu dick für die Rückwand. Ich müsste das mit der Tischkreissäge machen und auf der Seite ist es dann zum Beispiel kein Problem, wenn ich die Platte einfach über die Tischkreissäge schicke. Und das geht ja von Ende bis Ende, die Nut. Aber bei der Seite hier, da wäre es blöd, wenn es komplett über die ganze Länge geht, denn dann hätte ich es hier außen die Nut, das Loch. Das wäre dann nicht so schön, also müsste ich in der Platte anfangen und in der Platte aufhören. Not so gut. Drum habe ich es zusammengesteckt, werde dann mit der Oberfräse hier entlang fräsen und dann habe ich den Schlitz immer nur auf der Innenseite. Wenn man jetzt keine Oberfräse hat und nicht fräsen kann, dann ist das gar nicht schlimm. Aber dann kann man es eben nicht so machen. Man könnte dann die Rückwand einfach flach, stumpf hinten anschrauben oder annageln. Dann sieht man es halt auf der Seite, aber man kann auch nicht alles haben und gar keine Werkzeuge verwenden. Und jetzt kann ich eben die Rückwandplatten zuschneiden oder bestellen, je nachdem, und dann einsetzen. Die Tiefe von dem Schlitz ist jetzt fast 1 Zentimeter. Das heißt, hier die Länge 3,68, sag mal 3,85, können wir es machen. Den Korpus wieder auseinandernehmen, verleimen und dann die Rückwand einschieben und dann anschrauben. Dann ist es eigentlich komplett. Eine Sache haben wir ja noch, die Schrankaufhänger. Da bohre ich noch an den Ecken vor, damit ich es später leichter anschrauben kann. Braucht natürlich hier an den Ecken, wo die Aufhänger sind, eine kleine Aussparung an beiden Ecken. Jetzt werde ich den Korpus noch anschrauben von oben
und unten mit jeweils vier Schrauben auf jeder Seite. Eben hier überall vorbohren mit einem Senkbohrer, also einem Bohrer mit einem Senkaufsatz. Damit das Ganze immer im gleichen Abstand überall ist, stelle ich jetzt den Winkel so ein, dass ich es immer hier anlegen kann. Und an diesem Strich, den ich jetzt irgendeinen auswähle, da mache ich eben die Bohrung. Dieser Kombiwinkel dort hinten ist ein kleiner Stift zum Anzeichnen, zum Markieren. Und mit dem markiere ich jetzt die Löcher. Bin ich fast am Ende. Jetzt könnte ich eigentlich die Beschläge, die Schrankaufhänger, die Bodenträger, könnte ich jetzt einsetzen, aber eben die Regale und die Tür, die fehlen ja noch. Deshalb werde ich die jetzt ausmessen und zuschneiden. Bei den Regalen 1 bis 2 mm einfach davon kürzen. Also wenn ich was die Regale auch nicht klemmen, sondern leicht einsetzbar wäre. Weil die Tür bei mir jetzt innenliegend ist, muss ich da noch 1 bis 2 Zentimeter abziehen in der Tiefe und das werden meine Regale. Und bei der Tür, eben weil es innenliegend ist, sollte es von jeder Seite, sagen wir 1 bis 2 mm wieder einen Spalt haben. Ich muss mir die Platte jetzt noch zurechtsägen und dann können wir auch schon die Bohrungen für die Scharniere reinbohren. Ob es schön reinpasst, wie viel Spalt dann noch da ist. Und wenn es passt, das tut's, können wir jetzt die Schablone nehmen, die ich mir im ersten Teil erwähnt habe, und eben die Bohrungen für die Töpfe der Scharniere setzen. Dazu kippe ich jetzt mal die auf die Seite, die Tür dann so wie sie hingehört, so wie sie geklappt werden soll, daher. Und jetzt setze ich eben die Schablone in diese Bohrungen rein. Jetzt muss ich nur noch die Höhe anpassen und weiß, okay, hier muss die Bohrung rein. Aber so wichtig ist die Höhe jetzt in dem Sinn auch nicht, also ein paar Millimeter haben wir mit dem Scharnieren sowieso Spielraum. Jetzt kann man einen Körner nehmen, wenn man einen hat, ansonsten einen Bohrer oder einen Stift oder einen Nagel und setzen es jetzt in dieses Loch. Und jetzt haben wir unsere Bohrstelle. Und jetzt brauchen wir einen Pfostenbohrer mit 35 mm oder 26 je nach Scharnier, da steht dann hier drauf. Und werden hier eben reinbohren, so tief wie es das Scharnier braucht und es eben angeschrieben ist. Während die Türen jetzt trocknen, können wir schon die Beschläge und die Schrankaufhänger anbringen und können die Schränke auch schon aufhängen. Wenn man es eben vorbohrt, dann hat man es eben später hier einfacher. So, jetzt können wir die Teile in die Wohnung bringen. Und aufhängen. Jetzt will ich hier die Bohrstellen anzeichnen und das könnte man jetzt natürlich abmessen und dann übertragen. Das geht auch viel einfacher, man braucht einfach nur ein Klebeband und einen Stift. Das Klebeband lege ich jetzt hier an diese Stelle. Am besten so, dass die Kante an die Kante des Schranks gesetzt wird. Und jetzt habe ich eben hier meine Kanten. Zeichne die Seiten an. So. Und die Position. Des Aufhängers. Oder machen wir gleich 2. Dann haben wir auch die Höhe.
Der Aufhänger selbst kann in der Höhe verstellt werden. Deshalb müssen wir eigentlich nur wissen, wo es auf dieser Länge hier liegt. Jetzt nehme ich das und klebe das an die Wand, an die Stelle, wo ich es gern hätte. Ich habe ja auch die Seiten und weiß dann eben, wo ich es hinstellen will. Jetzt kann ich es noch abmessen, wie ich es gern hätte. Mit einer kleinen Wasserwaage mal kontrollieren. Ja, passt. Mache ich hier eine Gerade runter. So. Hier könnte ich zum Beispiel anzeichnen, wo die Höhe des mittleren Schranks sein soll. Und da kommt unser zweites Klebeband jetzt hin. Die Stelle der Aufhänger, die haben wir ja. Jetzt brauchen wir nur die Höhe, damit wir alle einheitlich machen können. Und jetzt mache ich zum Beispiel hier mäßig 4 cm. Das übertrage ich jetzt an meine Klebebänder hier. Dann die obere Kante anlegen, hier bei 0, 4 und hier ist die Stelle. Das gleiche hier auch. 4 cm. Ja. Jetzt haben wir 6 Bohrungen, 6 Haken, 6 Löcher, die wir jetzt bohren. Dübel rein und die Haken reindrehen. Solche Hakenschrauben sind ziemlich, ja nicht tricky, sondern nervig, wenn es ums Reindrehen geht. Sie haben zwar einen Schlitz, aber weil wir ja nicht durch die Achse drehen, fällt sie immer wieder raus. Darum mache ich immer entweder mit der Zange greifen und rundrehen oder wenn ich irgendwas finde, das eben so ein Loch hat zum Beispiel, steche ich es drauf und drehe es rein bis zu einem bestimmten Punkt. Irgendwann wird es natürlich nicht mehr gehen, weil die Wand im Weg ist, aber bis dahin habe ich eben ziemlich viele Umdrehungen, die ich mir mit dem Schraubendreher spare. So. Und den Rest könnte ich eben mit der Zange machen. Die Aufhänger, die haben ja hier zwei Verstellschräubchen. Mit denen kann man es, nachdem wir es aufgehängt haben, kann man eben das Ganze arretieren und einstellen. So. Jetzt setze ich mal aber alle Schränke drauf und dann passe ich es an. Größer ist nicht immer besser. Und zwar gibt es jetzt hier die Schaukel vorne und hier in der Schräge von unten. Die vorne bewegt sich so vor und zurück, also zur Wand hin oder von der Wand weg. Und die unteren sind eben für die Höhe. Zuerst stelle ich hier den Abstand zur Wand ein, dass ich bündig hier hinten anliege. Und jetzt kann ich eben mit der Wasserwaage nachschauen, welche Seite höher liegt und passe eben die Seite an. So. Mir ist jetzt bei den Türen eine kleine Unachtsamkeit aufgefallen. Und zwar, weil die Türen innenliegend sind, müssen diese Löcher hier nochmals um die Dicke, um die Stärke der Türplatte hineinversetzt werden. Jetzt nehme ich deshalb die Scharniere wieder raus, bohre zwei neue Löcher rein, um 16 mm versetzt, hineinversetzt und dann sollte es aber passen. Nun gehören die ersten Löcher trotzdem noch verdeckt. Jetzt habe ich noch die Regale und die Türen und dann sind wir fertig. So.
So, dann sage ich auch schon Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte dir hier und da ein paar Ideen geben, ein paar Anreize schaffen, dass du dann dein eigenes Projekt startest. Wie man sieht, ist das Ganze eigentlich ziemlich einfach. Man muss nur mal irgendwo anfangen und dann Schritt für Schritt an das Projekt herangehen. Falls du eine Frage hast oder irgendeine Idee für ein nächstes Projekt, dann schreib es doch gerne in die Kommentare und ich werde schauen, ob sich da was machen lässt. Falls du noch andere Projekte suchst, wie zum Beispiel das Austauschen der Küchenplatte oder ein hängendes Logo für das Wohnzimmer, dann schau am besten auch in meinem Kanal nach, da findest du auch bestimmt irgendein Projekt, das dich anspricht. Vergiss nicht zu abonnieren. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Und tschüss.